Mein Name ist Christel Bienstein, ich bin Pflegewissenschaftlerin und Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Also es wird sehr schwierig werden. Wir haben jetzt schon einen enormen Pflegepersonalmangel und wir haben natürlich sehr viele junge Menschen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, auch wenn sie hilfsbedürftig sind. Viele wohnen dann in einer ganz anderen Stadt. Und dann muss man über große Distanzen die pflegerische Versorgung der eigenen Eltern vielleicht organisieren oder auch Tanten und Onkel, je nachdem, wer wirklich alle der Pflege bedarf. Und wir werden durch den Babyboomer-Austritt in die Rente, werden wir sehr viel Pflegefachpersonen verlieren. Ja, was wir dringend tun müssen, heißt, wir müssen den Pflegebedarf der einzelnen Personen, die Pflege wirklich benötigen, genauer ermitteln und dann auch passgenau dazu jemanden stellen, der diesen Menschen unterstützen kann. Das reicht von einfachen Handreichungen bis hin nachher zu hochkomplexer Versorgung. Und das ist im Augenblick noch nicht so der Fall, weil wir werden nicht genügend über Pflegefachpersonen verfügen. Diese werden sehr stark beraten, anleiten und vor allen Dingen hochkomplexe Menschen versorgen müssen. Also Pepper ist einfach eine sehr witzige Erfindung, die viel Freude macht, gerade auch bei den Pflegeheimbewohnern, wenn man merkt, man kann plötzlich mit jemandem kommunizieren, mit dem man nicht gerechnet hat, kommunizieren zu können. Und ich glaube, das macht diesen Menschen viel Freude. Ich glaube, das ist so sein wichtiger Schwerpunkt, den er übernehmen kann.